Hallo zusammen und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Wie du gerade hast gesehen, gibt es heute eine neue Folge Project Cars 2, wieder mit WeCam. Und wir fahren nämlich das 24-Stunden-Rennen auf der kombinierten Nürburgring-Variante. Das Ganze mit dem Audi R8 LMS GT3. Mit diesem Fahrzeug hat das Team Land 2017 das Nürburgring 24-Stunden-Rennen gewonnen. Und das werde ich heute auch probieren. Wir fahren 3 Runden. Eine Runde ist etwa 8 Minuten. Mit dem 60-fachen Zeitverlauf wird es dann etwa 24 Stunden geben. Wir starten hier zumindest am Nachmittag, so wie es in 24 Stunden üblich ist. Starten bei schönem Wetter, dann wird es neblig und dann wird es stürmen. Bin ich sehr gespannt, wie das da wird ablaufen. Das heisst, wir werden sicher mal noch in die Box fahren. Wir haben hier die höchstmögliche KI-Stufe, Computergegner-Stufe eingestellt. Leider nur 29 Gegner, mehr sind nicht möglich. Fahren Multiclass mit GT3, GT4 und Gruppe A und starten hier im Mittelfeld vor GT3. Starten hier einfach mal. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze abläuft und ich bin auch viel mehr gespannt auf nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende bin ich nämlich am Nürburgring 24 Stunden Rennen. Gehe dort mal ein bisschen Eindruck sammeln. Und werde ich dann wahrscheinlich auch noch ein Video machen mit ein paar Bildern und Videomaterial von dem Ganzen. Und jetzt schauen wir noch schnell in das Setup rein, wenn das da dann endlich geladen hat. So, das habe ich nämlich schon ein bisschen eingestellt. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen, aber die, die es interessiert, können es ein bisschen genauer anschauen. Was hier sehr wichtig ist, Boxenstrategie. Und zwar habe ich das schon vorbereitet, Regenreifen. Da müsst ihr gut drauf schauen, dass nicht zu viel nachgetankt wird und dass ihr da auf Reifenwechsel alle habt und nicht auf empfohlen. Weil wenn ihr nämlich im Trockenen neue Box fahrt, tut es nicht Reifen wechseln und das ist wirklich sehr ärgerlich. Darum auf alle Stellen. Und da unbedingt das gelbe Häkchen setzen. Wenn man es da nur bearbeiten geht, tut es das nämlich nicht automatisch setzen. Das ist ein Witz. Egal, wir starten hier auf Position 6 und legen los. Ich fahre ohne Traktionskontrolle. Und das werdet ihr jetzt hier im Start gesehen. Mir dünkt es, ich habe ohne Traktionskontrolle einen wesentlich besseren Start als mit. Darum kann ich mich jetzt hier direkt schon auf den ersten Platz setzen. Jetzt gibt es natürlich am Anfang noch ein bisschen Stau, darum ist KI noch nicht so gut unterwegs. Aber die wird mich recht schnell einholen. Temperatur kontrollieren. Sieht bis jetzt noch gut aus, bei 90 Grad rum. Ups. So, und jetzt starten wir hier auf Nordschleife. Ich bin gerade ein bisschen weit rausgekommen. Sehr gefährlich. Ich
Was? Jetzt kommt schon die Meldung von wegen Regen. Sehr speziell, weil eigentlich sollte es zuerst noch neblig werden. Die probieren da wirklich alles aus dem Audi rauszuholen und fahren sehr aggressiv. Natürlich alles wahrheitsgetreu, wie 2017. Der Fahrer vom Team Land, so in der letzten Stunde, der ist wirklich absolut aggressiv gefahren. Für die, die es interessiert, geht mal auf YouTube, geht nicht die letzte Stunde oder die letzte Halbstunde vom 24-Stunden-Rennen letztes Jahr anschauen. Das ist wirklich extrem spannend. Drift, also ein Drift ins Rutschen kommen, sagen wir es so. So, ich schalte da schon mal das Licht an. Im Spiel sind nämlich jetzt schon 4,5 Stunden vergangen. Das heisst, wir jetzt etwa so 7:30 am Abend. Die A-Linie nicht breit. Die anderen Fahrer haben mittlerweile das Licht angelassen. Es wird nämlich dann plötzlich hier blitzartig dunkel, wenn die Sonne dunkel ist. So, was kommt da hinten vorne geschossen? Ein Bentley GT3, der uns da hier an dieser gefährlichen Stelle überholen will. Müssen wir ihn fast vorbei lassen. Oh shit! Oh Gott! Herzinfarkt! Das Karussell sehr vorsichtig. Der Audi setzt nämlich hier sehr schnell auf, wenn man zu weit unten fährt. Und das kann ihm gerade völlig rausholen. Und ihr seht auf der Minimap, das Fahrfeld hat sich schon ziemlich verteilt. Gerade ein bisschen extrem für meinen Geschmack, weil ich das Gefühl habe, hat es auch einen Crash gegeben. So wie der mir jetzt gerade ist auf die Zeit hineingefahren. Das werdet ihr jetzt hier im Verlauf des Rennens immer wie öfters sehen, dass die KI auch hinten reinfährt, weil die einfach so dermassen aggressiv eingestellt ist. Und da der Bentley, der zieht uns völlig davon. Das zweite Karussell. Jetzt haben sie natürlich da von hinten ein Windschatten. Die werden mich höchstwahrscheinlich überholen, weil die Computergegner haben glaube ich noch ein weniger Abtrieb eingeschaltet. So habe ich nicht das gesehen. Auf der Gerade sind nämlich immer viel schneller als ich, auch wenn sie keinen Windschatten haben.
Aber ich gehe auf den Windschatten vom BMW. Da laufen wir jetzt in den Begrenzer rein. Jetzt haben wir vor uns einen und hinter uns einen. Der will hier überholen und crasht in die Wange und dann in uns. Was soll denn das? Und wir sollten jetzt auf Position 4 zurückgehen. Ich gehe jetzt direkt in die Box. Leck doch mir, ist das chaotisch hier. Ich hoffe jetzt einfach so schwer, dass wir wirklich Regenreifen aufgezogen werden. Sonst drehe ich hier noch durch. Ich habe nämlich schon zwei Testrunden gemacht, wo sie mir eben aus diesen Gründen die Regenreifen nicht aufgezogen haben. Und das ist wirklich extrem ärgerlich. So, jetzt, jawohl, sieht hier mir Regenreifen auf. Sieht man am Profil. Und ich kann jetzt noch schauen, Schaden wird wahrscheinlich auch repariert, weil wir hier und da Crash hatten. Aber geht relativ schnell. So, weiter geht's. Aktuell auf Position 18. Jetzt natürlich zum Teil Gruppen A und GT4 Fahrzeuge vor uns, aber die sind alle noch nicht in der Box gesehen. Von dem her hoffe ich da noch ein bisschen auf Chancen. Ich stelle jetzt mal die Traktionskontrolle auf niedrig, damit wir da in den Regenreifen nicht zu viel Schlupf bekommen. Weil wenn die nämlich zu heiß werden auf trockener Strecke, dann rutsche ich in jeder Kurve davon. Und das will ich eigentlich nicht. Jetzt nehmen wir auch schon neblig. Und gerade in der Nacht werde ich jetzt die Kurve nicht mehr so gut sehen. Respektive habe ich jetzt natürlich mit den Regenreifen weniger Grip als mit den Slicks. Aber ich probiere jetzt da ein bisschen safe zu fahren. Aber das werde ich jetzt auch zu kämpfen haben, eine Runde lang, bis es kommt zu regnen. Respektive habe ich aber das Gefühl, es wird schon Mitte von dieser Runde anfangen regnen. Und dann hätte ich mit Slicks definitiv verschissen. Darum habe ich mir jetzt schon Regenreifen aufgezogen. Man kommt wirklich extrem schnell ins Rutschen hier mit den Regenreifen. Das gefällt mir gar nicht so. Das ist ja wirklich schlimm. Wir haben natürlich jetzt hinter mittlerweile fast 100 Grad Reifentemperatur. Das ist leider auch ein bisschen viel. Ich hoffe, ich überlebe die Runde ohne größeren Crash. In unserer Klasse auf Position 10 von 11. Und mir dünkt, es fährt schon leicht an zu tröpfeln. Wäre jetzt natürlich für mich ein riesen Vorteil.
aber es sieht definitiv nach leichtem Regen aus. Der Vorteil sieht, dass wir haben gewusst, wie sich das Wetter wird verhalten. Ihr seht, es wird schon wieder Tag. Nach hier ca. 13 Stunden. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wenn hier der Track von nass werden, wie sich die KI verhalten, weil die wahrscheinlich noch Slicks aufgezogen hat. Jetzt hoffen wir einfach, dass das Team Land hier wie 2017 mit der Strategie Regenreifen früh aufziehen kann gewinnen. Ja, da sehen wir vor uns Gruppen A-Fahrzeuge, sind hier nicht so schnell unterwegs. Die werden wahrscheinlich das gleiche Problem haben mit den Reifen, damit dass die noch Strassen oder Slicks aufgezogen haben. Probieren wir uns da vorbei zu schmuggeln noch. Möglichst zufällig liegt das Karussell. Ups, da ist er extrem langsam der Ford Mustang. Komm, mach mal Platz. So. Da verliere ich jetzt, shit, natürlich auch Zeit, weil wir die Fahrzeuge hier alle im Weg sind. Die Reifentemperatur ist natürlich massiv gesunken, ist jetzt bei 50-60 Grad. Ja, da bin ich aussen durch. Jawohl. Mir kommt gerade in den Sinn, dass ich eigentlich mal noch etwas mehr Sprit mitnehmen wollte. Ich hoffe, es reicht. Laut Setup hat es mir zwar angezeigt, es reicht für drei Runden, aber auf das kann man nie so ganz vertrauen. Normalerweise tut es zwar mehr Sprit rein als nötig, aber da habe ich jetzt wirklich ein bisschen Sorgen. Vielleicht können wir dann auch im Motec schauen, wie viel das wir bis jetzt haben gebraucht. Mein Fahrer kann jetzt nicht schlecht. Nein! Shit! Es steht jetzt da natürlich verkehrt auf der Strecke. Wir müssen uns da irgendwie auf die Seite drehen. Und wieder back on track. Zum Glück kaum Schaden abbekommen. Dark Curbs, sehr gefährlich. Das Rennen wird auf jeden Fall bis zum Schluss spannend. Was hier noch alles wird passieren. Jetzt merke ich wirklich langsam, wie extrem rutschig der Track wird.
auch mit Regenreifen. Erstaunlich, wie da die mit Slicks immer noch weit vorne sind. Da vor uns ist noch das GT4-Fahrzeug. Wahrscheinlich in dem Fall der erste von der GT4-Klasse. Können wir da noch vor der Kurve neben durch? Jawohl. Wie haben die noch mit Slicks so schnell unterwegs sein? Ja, ich denke, da ein grosser Vorteil, damit ich früher in die Box gefahren bin, aber irgendwie ist gar nicht mehr in der Box. Hä? Das kann doch nicht sein. Sind die mit Regenreifen gestartet? Weil die sind jetzt dann schon am Ende der GP-Strecke? Ja, nein. Ja, nein, das kann es ja nicht sein. Ausser die wären so schnell in der Box gesehen und schon wieder draus, aber ich würde mich jetzt auch erstaunen. Nein. Ja, sehr schön. Ich finde jetzt ehrlich gesagt hure schade, dass die mit den Regenreifen sind gestartet. Weil jetzt haben wir nämlich hier absolut kein Duell mehr. Wenn die alle so weit vorne sind, mit einem 42 Sekunden Rückstand, das hole ich nie und nimmer auf. Ja, jetzt wird es wenigstens noch spannend, ob uns der Sprit noch lenkt bis zum Schluss. So, zwar ähnlich, wenn ich es jetzt so durchrechne. Trotzdem werde ich jetzt hier die letzte Runde noch möglichst aggressiv fahren, auch wenn ich nicht mehr grosse Chancen habe. Wenn ich jetzt nämlich die Aufnahme hier nicht etwa schon zum sechsten Mal gestartet habe, würde ich jetzt nochmal neu starten, dass wir hier irgendwie mit der KI noch ein bisschen mehr Duell haben gegen Schluss. Aber es ist so viel schief gelaufen, dass sie mir plötzlich keine Regenreifen aufgezogen haben. Oder dieses und das, oder die super aggressive KI, die mich von der Strecke hat weggecrashed und ich dann einfach einen Motorschaden hatte. Also mechanischen Schaden. Darum fahren wir jetzt weiter. Bei diesem stürmerischen Wetter, ich hoffe, nächste Woche wird es nicht ganz so viel regnen. Jetzt habe ich noch 27 Sekunden Rückstand. Ausser die hat vor einem falschen Ort geschaut. Ist immer noch viel.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier die anderen noch mit Slicks weiterfahren bei diesem riesen stürmischen Wetter. Das ist wirklich sehr speziell. Mit dem hat jetzt absolut nicht gerechnet, dass Kai nicht in die Box fährt. Weil so viel Zeit haben wir jetzt auch wieder nicht verloren. Man sieht es auch im Video aber gar nicht so, aber da spüre ich am Lenkrad extrem, wie das Fahrzeug einfach nur noch von innen driftet. Und da bin ich auch ein bisschen froh um die Traktionskontrolle. Oh shit, das war ein Klunk gewesen, den ich nicht gesehen habe. Hey, jetzt natürlich auch wieder leichter Schaden. Und wieder Zeit verloren. Ja, aber ich muss also sagen, grosser Respekt an die Fahrer, die hier im 24-Stunden-Rennen irgendwie so einen 3-4-Stunden-Stint fahren. Das braucht extrem Konzentration und die Fahrer haben ja meistens schon vor Vornacht oder so nicht wirklich viel Schlaf. Und das muss wirklich abartig sein, was da alles abgeht. Ich halte es hier nicht einmal 30 Minuten aus, 20 Minuten aus, ohne irgendwelche größeren Crash zu machen. Und jetzt hier an dieser Stelle ist es echt dunkel und man sieht absolut nicht, was er gelunken hat. Und wenn es eine hat, der rutscht man gerade völlig fort. Oh shit! Leck, ist das dunkel da? Ich habe doch das Licht eingeschaltet. Ich sehe hure nichts. Und gerade noch mit der verregneten Frontscheibe. Ich tue mal den Scheibenfischer schneller laufen, damit ich vielleicht ein bisschen mehr sehe. Das ist extrem nervös. Wir haben auf Alpha wieder aufgeholt zur KI, stündlicherweise. Aber es kann doch nicht sein, dass die, oder sind die echt von Anfang an mit Intermediates gestartet? Das ist noch gut möglich, weil mit Slicks wären sie jetzt sicher hier nicht so schnell unterwegs. Ich sehe jetzt sogar die Zeit an, wir werden mehr als 24 Stunden fahren. Und jetzt natürlich auf dem Regen sind wir nie so schnell unterwegs wie auf dem trockenen Track mit Slicks. Darum sind wir jetzt hier schon bei 8 Minuten. Normalerweise hat man etwa, ich glaube, 8 Minuten 10 mit Slicks. Wenn sie jetzt auf der Dettinger Höhe auch nicht so schnell unterwegs sind, könnte ich vielleicht mit Windschatten noch einen überholen. Das wäre natürlich jetzt ultra geil. Aber ich habe mich nicht zu wenig versprochen, indem ich gesagt habe, es wird bis zum Schluss noch spannend bleiben. So, jetzt Vollgas, komm. Die sind auch schnell unterwegs, 3 Sekunden, da wird nichts dran geändert. Sieht schlecht aus für uns. Trotzdem wenigstens nicht letzte in unserer Klasse, sondern zweitletzte.
Position 10. So, jetzt hier einfach kein Crash bauen. Die letzten Kurven. Hier können wir vielleicht gleich noch eine Chance haben. Lassen wir Platz, lassen wir Platz. Scheiße, jetzt habe ich wieder keine Chance mehr. Oder doch, oder? Vielleicht gleich noch. Komm schon, gib alles. Nein. Das hat uns, glaube ich, knapp nicht gelangt. Oh, echt abartig. Ja, Platz 10 sind wir. Was, auf Platz 11 ist sogar GT4? Wo ist der? Platz 25, ein GT3-Fahrzeug. Was hat er da gemacht? Auch irgendwie Runde 2. Okay, sehr speziell. Ich tue hier auf Alpha direkt die Wiederholung aufnehmen, respektive mal sicherheitshalber abspeichern. Ich hoffe auf Alpha, euch hat es auch so gefallen wie mir. Es ist wirklich absolut geil. Es war für mich gerade einfach ein bisschen enttäuschend gewesen. Moment, schnell, das ist gerade ein bisschen laut. Für mich enttäuschend gesehen, dass da alle GT3-Fahrzeuge vor mir auch mit Intermediates gestartet. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, wir könnten da am Schluss das ganze Fahrerfeld wieder überholen. Hat leider nicht funktioniert. Aber trotzdem absolut geiles Rennen gesehen. Und wenn ihr auch mal einen Wunsch habt für Strecken, Fahrzeugvarianten, was auch immer, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare posten. Oder wenn ihr auch am 24 Stunden seit dem Nürburgring, falls man sich mal sehen will, auf ein Bier oder so, was auch immer, schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Video. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.